Du Moment, kannst, du halt kannst doch gar nicht mitreden. Du siehst das doch gar nicht, was da läuft. Jetzt hör mir mal ganz gut zu. Du kannst doch gar nicht mitreden. Du siehst doch gar nicht, was abläuft, Mädchen. Die zwei zusammen sind. Du kannst da reden, aber hier kannst du. Wofür denn? Wofür denn? Was du hier ablässt. Was du ablässt. Was du ablässt. Das ist doch die Wahrheit. Das ist schon kinderlich, was du hier ablässt. Ja, okay, pass mal auf. Dann lass uns doch bitte mal zu dem eigentlichen Tenor oder dem eigentlichen Problem zurückkehren. Wie stehst du also zu dieser Affäre, die dein Vater ja hat, obwohl er verheiratet ist mit deiner Mutter? Vorher habe ich auch schlucken müssen, gebe ich offen ehrlich zu. Aber ich stehe jetzt dazu. Und ich finde, meine Mutter weiß auch Bescheid über die zwei. Ja. Ich finde das doch richtig. Mein Vater lässt meine Mutter nicht im Stich. Und das finde ich auch richtig. Mhm. Ich habe nichts mehr gegen die Beziehung von meinem Vater und Konstanz. Okay. Nächstes Thema. Mike hat Gabi geschlagen. Warum? Weil ich mir von der alten Kuh keine dummen Sprüche anhöre. Und die alte Kuh freut sich immer noch wie ein Kind darüber, dass sie Prügel-Mike mal zu Silvester die Feuerwehr auf den Hals gehetzt hat, weil es angeblich bei ihm brannte. Warum ist es denn dann so langsam auseinandergegangen? Weil sie genervt hat. Sie nervt? Ja, wer wo genervt hat, das war ja du. Na, habe ich gesagt, lass uns trennen. War sie auch einverstanden damit. Da habe ich gesagt, okay, alles gut, ich hole meine Klamotten her. Dann war ich da und dann lag alles vor der Tür. Und dann fing sie auch schön an zu lachen an der Tür. Sag ich zu ihr, Gabi, ich treffe dich. So, und dann habe ich meine Sachen gepackt und bin weggegangen. Ja, einmal die Hand heben, mach das immer wieder. Ja, genau. Wieso hast du sie geschlagen? Ich muss mir doch nicht von der alten Kuh dumme Sprüche anhören lassen. Was bist du denn, Lackaffe? Ja. Jeder, der den dummen Spruch bringt, dem haust du eine rein. Ja, klar. Das gehört zur Tagesordnung bei ihm wahrscheinlich. Ja, na klar. Das hast du mit deiner Ex ja auch gemacht. Ja, nur in der Natur. Ja. Was hat sie denn gemacht? Sie hat zum Beispiel angerufen bei meiner Schwester, bei meinem Bruder, bei meinem Spargel. Und das wer wo angerufen hat, Tag und Nacht? Ich hab dich nicht angerufen. Nee, da war der himmlische Vater, oder was? Hast du denn da so was wie Telefonterror ausgeübt bei denen? Ich? Nee. Ja. Bei mir ging nachts das Telefon. Aha. Wie soll ich dich denn anrufen, wenn ich kein Telefon habe? Telefonzellen gibt's auch. Du meinst, sie stehen jetzt auf oder was? Wenn du angetrunken bist, ja. Tut mir leid, wenn man einen Mann liebt, ne, dann sagt man nicht zu einer Freundin, ja, du hast einen anderen Freund. Und nachher sagt man, das war nur so gesagt, ne? Weil ich Mike eifersüchtig machen wollte, ja? Nö, und ich kann vieles erzählen, wenn der Tag lang ist. Dann hast du selber Schuld, dass Mike dich verlassen hat. Ja, und? Gibt noch andere. So was wie dich würde ich niemals nehmen, echt. Silvester habe ich gefeiert, war mein Schwager. Gebe ich ja auch zu. Da ruft sie die Feuerwehr an, bei mir brennt das zu Hause. Die Feuerwehr kommt, bricht die Tür auf, gar kein Feuer. Nee, die Tür haben sie aber wieder zugemacht. Die Feuerwehr. Und was hast du gesagt? Das haben sie mir geklaut und das haben sie mir geklaut. Bernds Mutter erzählt jedem, Silvia sei fremdgegangen und ihr Kind nicht von Bernd. Stimmt nicht, schreit Bernd. Ich bin fremdgegangen, 5-mal. Und Silvia kreischt so laut wie dumm. Weißt du, wo du mich mal küssen kannst, wo ich am breitesten bin? Und das ist bestimmt nicht am Kopf. Also Bernd, das haben wir eben gehört, du hast dich wegen deiner Mutter, ne? Der guten Karin. Ja. Von der Silvia, deiner Freundin, getrennt. Hatte, ne? Ja, wir sind wieder zusammen. Seid wieder zusammen. Ja. Aber was hat dir denn alles erzählt, deine Mutter? Ach, einige Sachen, dass meine Freundin fremd geht und dass sie zu alt ist und dass die Kinder, die sie hat, nicht dafür sorgen kann. Du erzählst ja ein Missmaterial. Ja, stimmt doch, na logisch, doch ich meine, hör auf jetzt. Ist doch was hast du denn dafür erzählt, wie eine Scheiße? Pass mal auf. Was aufpassen, ich mir, auf wen soll ich aufpassen? Was hab ich erzählt? Deine Freundin, die ist eifersüchtig auf mich. Pass auf, du hast erzählt... Niemals, nein, kann nicht sein, nein, überhaupt nicht, nein. Pass auf. Deine Freundin hat mir damals eine SMS geschickt, hat sie geschrieben, dass sie das Kind abgetrieben hat, oder? Ja. Wir haben ja keinen Kontakt mehr gehabt, wir haben ja abgebrochen. Wir haben eine Woche noch wir gehabt. Haben noch, eine Woche haben wir noch also er sagt, eine Woche habt ihr schon Kontakt gehabt. Ja, ganz kurz, ja. Aber dann fing es ja auch immer wieder an und dann habe ich wie
Wir haben weg, ich wollte nicht mehr. Wieso du? Wir haben den ersten. Er sagt ja, du hättest wieder angefangen mit, geht ja fremd und so weiter. Thema. Punkt in Ruhe. Ich habe lauter SMS gekriegt, ich habe gesagt, ich habe jetzt die Schnauze voll. Ja, was ist die SMS? Erstens mal, habe ich gesagt, ich glaube nicht, dass du der Vater bist von des Kindes. Nein, weil sie ja nicht ähnlich sieht oder sonst. Hast du dann noch mal erzählt, die geht ihm fremd, die Silvia, und ähnliche Dinge? Ja, weil sie ja nur praktisch einen Vater gesucht hat wie die anderen Kinder. Ich bin Bert, das ist ja auch keine Meisterleistung, ja, ne? Ja. Und Streit ist doch kein Indiz dafür, dass eine Frau einem Mann ein Kind unterjubelt. Naja, weil ich schon mal gehört habe, dass sie fremdjagen gehen soll oder ist. Und dass es ja auch kein Kind von Traurigkeit sein soll. Das findest du Grund genug, um das dann auch zu erzählen, das Kind ist bestimmt nicht von ihm. Genau. Sag mal, Karin, guten Tag erstmal. Ja, so, und du hast auch wieder umgequirlte Dünnschiss drin, oder was? Und du, mein Freund, du genauso. Was wenn du nicht glaubst, dass das Kind nicht deins ist, dann hast du da auch nur Stroh drin. Und du wirst dieses Kind nicht mehr sehen. Nicht einmal. Nicht mehr im Kinderwagen, nicht mehr im Foto. Guck's dir an, da ist es. Und das ist das letzte Mal. Wiedersehen. Wenn es Kind von Bernd ist, werde ich darum kämpfen, dass wir das Kind... Niemals. Weißt du, wo du mich mal küssen kannst? Da, wo ich am breitesten bin. Und das ist mein Arsch. Woher weißt du denn das alles über die Silvia? Ne, das habe ich ja alle vorher von Bernd alle zu erfahren gekriegt. Wann willst du was gehört haben? Ich habe Bernd kennengelernt. Bernd ist gleich den Abend mit zu mir gekommen. Bernd ist gar nicht mehr weg gewesen. Du hast mich doch schon nach einer Woche gefragt, wann er endlich einziehen kann. Ja. Wann kannst du mit ihm Er ist heimlich gekommen. Da hast du angerufen. Da hat er gesagt, was denn? Gehst du wieder fremd? Mensch, guck mal. Die Karin. Ja, 99,9%. Wieso bin ich schlecht? Weil ihr eine Requesten Dünnschiss labert. Wieso ich? Oh, wo laber ich denn? Ich möchte eine Entschuldigung von dir hören. Es tut mir leid. Was tut dir leid? Alles. Was alles? Dass ich das so sehr wehgetan habe. Dass du gezweifelt hast? Ja, auch. Oh. Aber ich liebe dich, das weißt du. Ich liebe dich auch. Strohköpfchen Annette hat ein Kind und 5 mögliche Väter dafür. Kurz vor ihrer Hochzeit sind im Swingerclub 2 Typen über sie rübergerutscht. Dann hängten ihr Ex und sein Kumpel noch ein Dreier hinten dran. Und nun kommt der Vaterschaftstest. Es werden noch Wetten angenommen. Ich übertreibe ja nicht, wenn ich sage, es geht nicht nur um 2 mögliche Väter. Ich bin mir total unsicher, weil ich war kurz vor unserer Hochzeit war ich alleine im Swingerclub und da habe ich was getrunken und da habe ich leider nicht auf Verhütung geachtet. Außerdem war ich bei meinem Ex-Geliebten und der hat von mir, war ich mit 2, also habe ich gleichzeitig mit 2 und das ist alles in den Monat passiert, wo die Patricia entstanden ist. Und ich wollte das jetzt geklärt haben, weil ich sonst meinen Mann scheiden lassen möchte. Das kann ich sowas von verstehen. 4 potenzielle Väter. Ja. Okay, fangen wir an bei der Thematik Swingerclub. Ich weiß von euch beiden, dass das was ist, was ihr zusammen ja praktiziert habt. Gemeinschaftlich? Ja, wir gehen eigentlich immer zusammen, aber da er viel Spätschicht hatte, bin ich schon eher gegangen, bin schon früher gegangen und da habe ich was getrunken und gegessen. Und er ist halt viel zu spät gekommen. Habt ihr denn, wenn ihr beiden intim miteinander seid, ungeschützten Verkehr? Ja. Das schon? Ja. Also ihr habt auch in Kauf genommen, dass es da mal ein Kind geben darf? Ja, sie hat gesagt, sie nimmt die Pille. Ja? Oh. Sie hat, aber zwischendurch hat sie mal wieder vergessen. Oh, okay. Und häufigstes Argument hier, ja? Die Mädels... Ich habe eigentlich nicht gewusst, dass... Es war, also, ich wollte zwar ein Kind, aber es war noch nicht geplant. Das heißt, deswegen hast du die Pille unregelmäßig genommen, um die Überraschung zu steigern. Wie ist deine Beziehung zu dem Kind? Ich habe keine Beziehung zum Kind. Er kümmert sich überhaupt nicht. Ich muss arbeiten, weil er momentan arbeitslos ist. Wer kümmert sich denn? Aber ich gebe es in die Kindergrippe. Liebst du ihn? Ich liebe meinen Mann, meinen Schatzi. War es jetzt besser? Ich frage dich das nochmal. Liebst du deinen Ehemann? Ja. Glaubst du dir selbst, wenn du dir zuhörst? Manchmal nicht. Das kann ich verstehen. Oh mein Gott, was war? Es liegt eine Vaterschaftswahrscheinlichkeit von 99,99994% vor.
Maria fragt sich, hat mein Rico was mit dieser Jacqueline aus unserer WG? Jacqueline beschwichtigt, du bist immer so selten zu Hause, da heult er sich bei mir aus. Ach, und dabei fließen wirklich nur Tränen aus Rico raus. Wir verraten nur so viel, wer das Schlechteste denkt, hat leider meistens recht. Eines Nachts ist die Maria ein bisschen früher als geplant von der Arbeit gekommen. Ja, und dann schließt die Tür auf. Guck in die Küche und sehe die beiden eng umschlungen aneinander stehen. Wen? Na, mein Freund und meine Freundin. Du hast einfach mal überhaupt keine Zeit mehr für ihn. Du gehst nur noch arbeiten. Du bist echt überhaupt nicht mehr zu Hause. Und ja, er heult sich bei mir aus. Und ja, aber er weiß es, Jacqueline, er weiß es einfach. Weißt du? Und ich meine, er muss damit einfach mal klarkommen. Und er hat die ganze Zeit akzeptiert. Und er versteht nicht, dann stehst du mit ihm in der Küche und dicke Party die ganze Zeit. Du bist ja ins Haus mich ankotzt. Er hat gar nicht geknutscht? Nee, nicht wirklich. Das sah wahrscheinlich dann so aus, aber... Ach so. Ja. Stimmt, er hat dir was ins Ohr geflüstert. Nur Wange an Wange, oder wie sah das aus? Ja, ich hab ihn halt umarmt. Das sah dann wahrscheinlich so aus wie ein Kuss. Er ist oft bei uns. Ich meine, wenn du von der Arbeit nach Hause kommst... Halt mit ihm ins Bett zu steigen. Wieso, wer sagt denn, dass ich mit ihm im Bett war? Naja, weil für mich der danach aussah. Ich meine, schon in der Küche und hier und Täschel. Ach so, wenn wir in der Küche stehen, waren wir im Bett, oder was? Naja, dass er so viel Zeit da verbringt. Also ich meine, wenn ich nicht da bin, dann braucht er nicht bei uns sein. Naja, dann kann er sich mit deinem Kumpel... zu Hause rumsitzen. Er hat ja wohl noch Kumpel. Ich meine, du kommst ja noch hier und manchmal schläft er ja dann auch in deinem Bett. Ja, ist ja richtig. Aber ich möchte nicht wissen, wo er die anderen Nächte verbracht hat, wenn ich mal bis irgendwann nach Hause gekommen bin, um 7 oder so. Hast du mit Jacqueline mehr als einmal geknutscht? Nein. Nein? Gucken wir nach. Das sagt der Lügendetektor. Ist. Gelogen. Wusste ich's doch. Hast du mit Jacqueline Sex gehabt? Nein. Schon mal? Nein. Nein. Was spielst du so im Kopf? Weil er lügt. Ah, weißt du das? Hat man nämlich viel. Ja. Nein? Hab mit dir nicht geschlafen? Wahr oder gelogen? Was sagt der Lügendetektor? Wahr oder gelogen? Oder mehrfach? Mehrfach. Mehrfach mit dir geschlafen? Ja. Mit der Jacqueline? Ja. Willst du überhaupt nur was retten jetzt? Ich würde schon, aber ich glaube nicht, dass es von der anderen Seite aus. Aber sag, wäre bei einem Kuss gewesen, hätte gesagt, wäre die Tür offen geblieben. Aber schon allein die Erkenntnis, dass es mehrmals gewesen ist. Also deswegen, tut mir leid. Tür zu? Ja. Oder? Fernbedienung. Sie könnte gleich wieder hin. Wirst du jetzt ausziehen? Na, ich werde mir nach einer Online-Wohnung umgucken, ne? Jacqueline ist jetzt dumm gelaufen, ne? Mhm, kann man so sagen. Und ich meine nur abstreiten von wegen ja und war nicht und also weiß ich nicht. Hättet nicht leicht zuhören können? Ich meine, bei so einem Detektor kommt da eh mal raus. Sandra und Jennifer leben im Heim, weil zu Hause gab's nur noch Bier für Mutter Andrea und Schläge für die Kinder. Aber die beiden vermissen ihre kleine Schwester Yvonne. Doch die ist gar nicht mehr so niedlich und hat schon Muttis Regel Nummer 1 begriffen. Ein Schlag sagt mehr als 1000 Worte. Weil sie uns geschlagen hat. Wir mussten den Haushalt führen. Wir mussten früh morgens um 5 aufstehen, bevor wir zur Schule gegangen sind, um zu putzen. Und seitdem ich zu Hause bin, terrorisiert sie mich seit 4 Jahren. Und sowas ist nicht normal. Ich sag jetzt ganz klar, Kindheit war fürchterlich, deshalb sind wir ins Heim gegangen. Ja? Ja. Letzter Zeit ist es eskaliert, weil du beschuldigt wurdest, was geklaut zu haben. Und Yvonne dürfte gar nicht mehr sehen, richtig? Ja, genau. Okay. Ja, meine Mutter terrorisiert uns einfach. Wir wollen einfach nur in Ruhe. Sie hat angefangen mit dem SMS. Sie hat, Mann, ja, aber es sind die beiden dran. Kommst ja auch gleich dran, ne? Sie hat angefangen mit dem SMS. Sie will mir die Zähne rausschlagen und das lasse ich mir nicht von einer bescheuerten Mutter wie Sie sagen. Das stimmt auch nicht. Hast du sie nicht geschlagen? Die haben von mir höchstens dann mal eine gekriegt, wenn Jennifer andauernd mit der Polizei nach Hause kam. Andauernd? Ich kam einmal, kam ich mit der Polizei nach Hause. Du hast geklaut, Jennifer. Du hast bei Alice unten geklaut, du hast bei deiner eigenen Tante hast du geklaut. Warte mal, Moment, warum wurde das Verfahren bei Alice eingestellt? Moment mal. Bleib mal hier, bleib mal bei der Sache. Du beklaust mich, du kommst nach Hause, du klaust deine eigene Schwester, ihr zieht ihr die Haare runter, du brichst ihr beinahe den Finger. Ja, jetzt komm mal zur Sache. Ich habe gesagt, wenn sie andauernd, haben sie geklaut. Andauernd? Ja, Jennifer, du bist andauernd mit der Polizei nach Hause
gekommen. Klar. Was andauernd, ich kam einmal mit der Polizei. Einmal kam ich mit der Polizei nach Hause. Die Heike schlägt dich, die Sabine schlägt dich, alle schlagen sie dich. Hat Heike mir nicht auf den Oberschenkel? Wir haben von dir, haben wir mit... wie heißen diese komischen Teile, diese Bügeldinger da? Also wo sie noch bei uns zu Hause waren, also vor allen Dingen Sandra. Jetzt hat sie so eine große Fresse, weil sie jetzt nicht mehr bei uns zu Hause ist, weil sie dann von meiner Mutter halt, wenn sie so eine große Fresse hatte, eine geknallt bekommen hat. Und jetzt auf einmal, da sie ja ein Heim ist, hat sie so eine Riesenfresse. Aber Yvonne, was mich halt erschreckt ist, ne, dass du einsiehst, dass Schläge dazugehören. Und ich sag dir meine ganz persönliche Meinung, Schläge gehören nirgendwo hin. Nicht in eine Erziehung, ja, nicht in eine Beziehung, die gehören nicht auf diese Welt. Ja, bloß Tina will endlich Sannas sagen, dass sie ihre Finger von ihrem Freund lassen soll. Aber hat Tina überhaupt noch einen Freund? Sannas sagt ihr gnadenlos, was Sache ist. Tina kommt ein Jahr zu spät. Die Arme, sie wollte lieber weggucken, denn die Wahrheit ist so schwer zu schlucken. Ich habe da so eine Bekannte, ich glaube, die hat so ein bisschen sich in meinen Freund verguckt. Und ich wollte ja eigentlich sagen, dass sie jetzt ihre Finger von meinem Freund lassen soll. Tina, ich glaube, du spinnst. Du hast sie doch echt nicht mehr alle. Ey, ich bin kein Flittchen. Wenn Zorn auch keinen Bock mehr auf dich hat, Tina, weil du ihn nicht mehr ausreißt, dann ist das dein Problem. Ich werde Zorn auf gar keinen Fall in Ruhe lassen, Tina. Das kannst du dir abschminken. Zorn liebt dich doch eh schon lange nicht mehr. Du weißt doch eh überhaupt nicht, was wirklich los ist. Tina, wach doch endlich auf. Du belügst dich doch die ganze Zeit nur selber. Und du hast dir doch eh schon alles von Sonna gefallen lassen. Wie kannst du Sonna überhaupt verübeln, dass er zu mir kommt, Tina? Du solltest dich erst mal selber angucken, denn dann ist es nämlich gar kein Wunder mehr, wenn du dich so gehen lässt. Sag mal, tickst du nicht mehr ganz richtig, oder was? Was, ich lass mich gehen oder so? Sag mal, machst du deine Beine für jeden Typen auf, der eine Freundin hat, oder wie? Erstens mache ich meine Beine für Sonna nicht auf. Zweitens, du setzt dich hier ins Fernsehen und behauptest, ich wäre ein Flittchen. Drittens, ich wüsste nicht, seit wann wir auch nur annähernd Bekannte oder Freunde sind. Ach. Und viertens, wenn Sonna irgendwas mit mir hat, ja? Also ich weiß auch nicht, Tina, ey, ganz ehrlich, für dich habe ich eigentlich nichts anderes übrig als Mitleid, ey. Du tust mir eigentlich wirklich leid. War weil deine Naivität, schön. Deine Naivität, ey, die reicht zum Himmel. Und das ist unglaublich, ey, wie blind du bist. Du schließt die Augen davor, dass Sonna nicht nur mit mir hinter deinem Rücken irgendwas laufen hat, Moment, ey. Moment, was genau, wenn du sagst, nicht nur mit dir? Das heißt, ihr habt was? Ja, natürlich. Habt ihr Sex? Schlaft ob ihr mit wir Sex haben? Wir haben, also seit über einem Jahr, haben wir sowas wie eine Beziehung. Sicherlich, wann denn? Wie wann denn? Wann wenn ich? Du nicht da bist, scheinbar. Weil zu dritt haben wir uns bisher noch nicht getroffen. Nicht, dass ich wüsste zumindest. Ja, das ist doch scheißegal, wenn dir jetzt jeder Typ hinterherläuft, obwohl er eine Freundin hat, machst du es trotzdem. Wieso, wenn er mir gefällt? Und wenn er mir sagt, dass es von seiner Seite aus kein Problem ist? Von seiner Seite aus, hör mal zu, weißt du, wenn du deine Beine hier aufmachst, natürlich bleibt er dann bei dir. Nein, du kannst doch nicht von mir jetzt wirklich nicht erwarten, ey, dass ich zu Zorna sag irgendwie, nee, geh, ich will nichts von dir... Nur weil du eine Freundin hast, okay, was heißt nur? Natürlich ist es ein Hindernis. Aber wenn er zu mir sagt, das geht in Ordnung, und wenn er zu mir kommt, mich anruft, mir schreibt, mir Sachen schenkt. Was lasse ich mir denn gefallen? Was siehst du denn, dass ich mir gefallen lasse? Was ich sehe? Du duldest mich seit einem Jahr neben ihr, Tina. Du glaubst, sie weiß. Sag mal, meinst du, ich wusste, dass ihr ein Paar seid, oder wie? Ey, ganz ehrlich, wenn mein Freund mit irgendjemandem was hat, dann kriege ich das doch mit. Den ersten Monat nicht, den zweiten nicht, den dritten nicht. Aber den 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12. Ja, ich hab das ja ganz schön gecheckt. Ey, über ein Jahr, Tina. Jetzt reicht mir das vollkommen. Ich bin naiv, soll er bei Mademoiselle sonst was sein, aber ich möchte echt nicht mehr. Oh. Gott, ey, du bist so bescheuert, ne? Ey, ich könnte dir so eine klatschen jetzt, ne? Wieso mir? Klatsch dir mal am besten selber eine, weil du weißt genau, wie lange das zwischen mir und Zahn ist. Woher soll ich das wissen? Nee, du weißt es. Du hast doch immer meine SMS und so gelesen. Was ist denn los mit dir? Tu mal nicht so, als hättest du eine Tür vor dem Kopf. Nein, sie hat dir niemals geschrieben, ey, Schatzi, Hane, ich liebe dich oder sonst was. Trotzdem, und das mit Jessica weißt du auch, ne? Das war vor 2 Jahren, das weißt du auch. Und da hat's schon angefangen. Weißt du, komm mal, bleib mal bei ihr, weißt du? Ja, werde ich auch machen, keine Ahnung. Guck mich auch gar nicht mehr an, ich kotze sonst. War zwischen Robert und Alexander mehr als nur Freundschaft? Warum ließ Robert sich von dem jüngeren und hübscheren Alexander so ausnehmen? Ist er etwa dumm oder eher in Alex verliebt? Und warum war Robert eigentlich mehrere Wochen in Thailand, weil die hübschen kleinen Jungs da artiger sind? Inwiefern wurdest du denn jetzt belogen und betrogen? Ah, da könnt ihr eine lange Story erzählen. Aber machen wir es halt mal so. Er hat mir, zum Beispiel mein Freund hat mir meine PC-Karte gestohlen, hat damit Geld abgehoben, bis zu 8000 Mark, während ich da war. Dann hat er mir mal angezeigt, dass ich keinen Führerschein mehr habe und so weiter, weil ich da also im angeheiterten Zustand gefahren bin. Ja, zum Teil trifft es schon zu, was er gesagt hat, nur
Das hat ein bisschen schlimmer geklungen, als es in Wirklichkeit war. Und ja. Auf jeden Fall hat er mich dann provoziert und hat mich, da ihm das so viel Geld gekostet hat, was er mir bezahlt hätte, habe ich dann irgendwann, nachdem er betrunken war, gemeint hatte, dass er hat mir die Karten gegeben und hat gemeint, ich soll ihn halt noch ganz ruinieren. Und dann habe ich die Karten genommen und habe ich gesagt... Und hast es gemacht? Ja. Man muss dazu sagen, dass er einen Tag vorher mein BMW geschrottet hat, der Motor. Ja, hat mein Auto, den Motor geschrottet. Du hast auch noch das Auto kaputt gemacht. Es war so, vorher. Es war so, ich hatte... Und jetzt habe ich ihn in Mietwagen genommen. Es war so, ich hatte sein Auto, sein BMW. Und das Auto muss man Motorsteuerriemen nach 100.000 Kilometer wechseln. Ja. Das Auto hatte 125.000 Kilometer und der Riemen wurde nicht gewechselt. 80.000. Ja. Und auf jeden Fall wurde dieser Riemen nicht gewechselt und während ich gefahren bin, ist der gerissen. Und das heißt, es gab einen Totalschaden, 7.500 Mark Schaden. Trotzdem, es ist dir passiert? Ja. Ja, es ist dir passiert. Du hast dein Auto kaputt gemacht, du hast ihm 8.000 Mark vom Konto genommen, du hast ihn bei der Polizei angezeigt. Hast du denn sowas wie ein schlechtes Gewissen? Sagen wir mal, im Nachhinein, ja, damals nicht. Also, wo ich es getan habe, da habe ich es aus Wut getan. Das kann doch nicht wahr sein. Ist vielleicht noch irgendetwas vorgefallen? Ja, zum Beispiel, also ich war mal im Urlaub, ja. Er hat den Schlüssel zu meiner Wohnung gehabt und zu meinem Auto. Ja, war im Urlaub und hat mein Handy daheim lassen. Ich komme aus dem Urlaub zurück, ich war also mehrere Wochen in Thailand und komme zurück und dann kriege ich eine Handyrechnung von 700 Mark. So. Alexander, hast du für 700 Mark aus deinem Handy telefoniert? Ich habe für 700 Mark nicht telefoniert. Wenn er das jetzt aber behauptet, dann möchte ich gerne einen Einzelverbindungsnachweis sehen und dann werden wir jede Person anrufen und die, die mich kennen, da werde ich dir dann bitte... Hast du mit dem Handy telefoniert? Ich habe mit dem Handy telefoniert. Nicht für 700, sondern für 699 Mark? Oder? Nein, es waren auf jeden Fall nicht mehr wie 150, vielleicht 200 Mark. Volkmar hat sich selbst zwei Eier gelegt. Seine Ex Andrea schwört, ihr Kind sei von ihm und seine neue Freundin Sabrina ist auch schon schwanger. Ja, sagt Andrea cool, aber das Kind ist nicht von Volkmar. Und da geht das Gefetze los und der fiese Volkmar rennt voll in die eigene Falle. Wer ist der Vater? Steht offen. Was heißt steht offen? 1, 2, 3, so viele. Das heißt, sie hat deiner Meinung nach mit anderen Männern geschlafen, ja. Aber du kommst durchaus als Vater in Frage. Ich komme auch durchaus in Frage. Der kommt nach dir, das ganze Gesicht. Und das hat schon jeder gesagt von der Verwandtschaft, damit du der Vater bist. Manche nicht. Manche auch nicht. Weißt du auch, dass sie schwanger ist? Ja, aber das Kind ist nicht von Volkmar. Bist du bescheuert oder was? Da frage ich jetzt auch. Bist du bescheuert? Warum? Du bist nicht ganz dicht, ey. Überleg mal. 26.12. da war ich mit Volkmar zusammen. Überleg und mal. Und was hat das mit dem Gerücht zu tun, damit du fremdgegangen bist? Ja, mit ihm aus Berlin? Das sagst du jetzt. Ja. Das sag ich nicht, das habe ich gehört. Ja. Wer soll das du kannst sein? Viel erzählen. Ist ich nicht, ihr Ex-Freund von Berlin. Mhm. Von Martin. Gab es zwischen euch beiden irgendwann noch mal wieder einen Kontakt? Nein. Danach? Hast du ihn jemals noch wieder gesehen? Nein. Heute das erste Mal. Du hast mir doch gesagt, du liebst ihn noch. Da lagen Volkmann und ich ja noch im Bett und du streitest jedes Mal ab. Ja, ich liebe Volkmann noch. Nee, und? Ja. Nee, und? Du musst es akzeptieren, dass Volkmann und ich zusammen sind. Dass wir beide eine Familie haben. Das, das sehr und das. So, Moment, keine Pille. Was, das keine ist eine Pille. Notiz, Andrea, die du gemacht hast? Halt, stopp! Das ist den seine Schrift! Das ist den seine Schrift! Die erkenne ich wieder! Das können wir auch vergessen, Andrea. Moment, was soll das sein? Das ist seine Schrift. Ich erkenne die Schrift wieder. Das ist sein Scheiß. Ich habe damit ja nichts zu tun. Das hat er geschrieben. Den Zettel habe ich ja selber mitgefunden, Mann. Ja, er hat es aber geschrieben. In deine Unterlagen habe ich es gefunden, Mann. Trotzdem hat er das aber geschrieben, Mann. Du kapierst doch mal endlich. Trotzdem ist das deine Schrift. Das ist nicht meine Schrift. Das ist deine Schrift. Die haben wir aus deinem Kalender gesehen. Ja, das kannst du nicht mehr zu einem anderen Gott oder so. Ich sag nur der besondere Donnerstag. Was war das? Trotzdem habe ich das. Donnerstag. Ingo hat auch eine Freundin. Und was hast du mir erzählt? Was hab ich dir erzählt? Ingo steht auf dir, auf den Kleinen und dergleichen mehr. Nee, und ist doch so. Naja, siehst du. Ja. Warum schreibst du das hier? Das ist nach deiner Zeit. So, weißt du was? Also nun schreibst du mir mal lieber mal das Wort Pille auf, bitte. Was? Schreib mal das Wort Pille. Ich kann nicht schreiben. So. Nicht fein. Nee. Nein, so meine ich das nicht. Ich wollte das abdecken, damit du es nicht siehst. Okay, schreib's.
Bitte schön. Das hast du geschrieben. Das habe ich nicht geschrieben. Das hast du geschrieben. Ich kenne deine Schrift. Das habe ich nicht geschrieben. Das hast du geschrieben. Das habe ich nicht geschrieben. Das hast du geschrieben. Das habe ich nicht geschrieben. Wenn es mein Sohn ist, werde ich dafür sorgen, dass er zu uns beiden kommt. Weil der Kleine muss frieren. Wo muss der frieren? Der hat eine warme Bude. Der hat was zu essen, alles. Der hat es gut. Sie sind doch nicht taub, der überlegt. Trotzdem, der Kleine hat es gut bei mir. Das übersandte Material hat ergeben, dass du mit einer Vaterschaftswahrscheinlichkeit von 99,99999% der Vater bist. Siehst du? Sag es doch! Tja, Volkmar, viel Spaß noch. Vater Philipp hat da ganz andere Sorgen. Sein Sohn Wolfgang ist zu gutmütig. Oder wollen wir gleich sagen, doof. Nimmt sich wildfremde Männer mit aufs Zimmer, verrät uns nicht, was er von denen will, aber wundert sich, was die von ihm wollen. Sachen klauen. Wolfgang ist von Natur her etwas schlodderig und unordentlich. Dadurch verlegt er seine Sachen oft und weiß nicht mehr, wo er sie hingetan hat. Also das heißt, sie sind einfach weg. Aber die schlimmste Sache ist das, dass er sich von angeblich guten Freunden immer beklauen lässt und findet dann natürlich seine Sache nicht mehr und bekommt es auch nicht mehr wieder. Wo lernt er denn die Typen kennen? Ja, wie sich das so richtig nennt, das weiß ich nicht, aber das ist auf der sogenannten Hotline da, wo so sieben, acht Mann da telefonieren. Und dann immer wieder durch seine falschen Freunde, er meint, das wären gute Freunde, aber es sind falsche Freunde, die ihm dann immer diese Typen wieder zuspielen. Ich selber habe ein einziges Mal da angerufen, als ich ihn sprechen wollte. Es war einfach nicht möglich, ihn ans Telefon zu kriegen, also, weil sein Telefon immer besetzt war. Ich denke, ich bin zu gutgläubig und glaube einfach nur noch an das Gute in den Leuten. Wenn mir einer jetzt sagt, hier, ich habe nichts zu schlafen, dann sage ich, ja, dann komm doch mit. Oder damals Rumänen, ja, es war Winter und ich habe gesagt, ja gut, 2-3 Tage könnt ihr zu mir kommen. Ja, und dann haben die dann gewohnt und plötzlich waren die dann weg mitsamt meinen Sachen. Und die sind dann irgendwo in Rumänien verschwunden. Nimmst du denn immer noch so leichtfertig jemanden zu dir nach Hause? Jetzt nicht mehr, denn das, was ich habe, das habe ich mir sauber erspart. Das möchte ich behalten. Früher habe ich die guten Sachen dann immer in den Keller gesteckt, bevor ich denn jemanden mitgenommen hatte, damit dann nur ja alles wegkam. Was lassen die denn da so alles mitgehen? Ja, also ich hatte schon Leute, die hatten Hunger, die haben die Äpfel mitgenommen und die Bananen, die ich dann mühselig von meinen Eltern geholt hatte oder die Dose Fisch. Beziehungsweise ich kam plötzlich in mein Bad, da war das Gel weg, um für die Haare zu machen oder auch Haarspray. Seife von CDs über Schmuck, über Klamotten, sogar meine Dienstklamotten bei der Post, 20 Posthosen, was ein Mensch damit will. Heike hat viel Geduld mit ihrem Markus, aber nun ist gut. Entweder du machst Schluss mit deinem Eifersuchtsterror oder ich mach Schluss mit dir. Denn Markus ist nicht nur auf Heikes jungen Bekannten Sandor eifersüchtig, sondern auch noch auf den Hund, die Katze und das Kind. Heike, gibt's da ein Verhältnis mit Sandor? Natürlich nicht. Ja, aber was sagst du mir das? Dein Mann, der Markus, ist ja felsenfest davon überzeugt. Nee, mein Mann tyrannisiert mich mit seiner Eifersucht. Der macht mich fertig. Also, Liebesterror ist das schon. Ja, das ist schlimmer wie Liebesterror. Bist du wahnsinnig? Natürlich. Du bist wahnsinnig. Ja, jetzt alleine mit dem Hund Gassi jeden Tag hier. Ich soll zu Hause die Babys zittern. Na und? Also du hast ein Ding an der Waffel, wa, Mutter? Du hast ein Ding an der Waffel. Weit her sein kann das ja mit deinem Selbstbewusstsein nicht, wenn du eifersüchtig bist auf den Hund und auf die Katze deiner Frau. Ja, wenn ich dir jetzt mal zugucken muss, die Katzen schmusen mit ihr und ich darf dann auf dem Sofa hier sitzen und Däumchen drehen. Du könntest ja mal mitschmusen. Ich hab auch Liebesbedürfnisse. Und die werden nicht befriedigt? Nö. Ne? Du bist doch dämlich. Warum wimmelst du Freunde von ihr, ja, die sie sprechen wollen, am Telefon ab? Weil die nerven. Weil er eifersüchtig ist.
Die Nerven nicht, die sind großkotzig, haben mehr Geld wie wir und denken, sie sind was Besonderes. Glaubst du, dass du die Heike besitzt, dass sie dir gehört? Ich hab's ja auch geheiratet. Hab ich nicht gesagt, er hat mich gekauft. Ja, mit der Heiratsurkunde. Er hat mich auch schon geschlagen, weil er so eifersüchtig war. Vor allen Dingen finde ich das absolut daneben, dass er auf ein Kind eifersüchtig ist. Sandor ist für mich ein Kind, der ist 20 Jahre jünger wie ich. Das ist absolut nur eine gute Freundschaft. Und das finde ich absolut daneben. Bist du scharf auf Heike? Auf keinen Fall. Das ist ja nicht gerade ein Kompliment, ne? Na, ich möchte, dass er mir meine Freundschaften lässt, dass er nicht alle vergrault mit seiner übertriebenen Art. Ja, nur um unsere Beziehung zu retten, würde ich alles machen. Eine aber Part-Therapie. Er müsste wenigstens so fair sein und sagen, okay, ich versuch's. Du musst es auch ernsthaft versuchen. Naja, ich kann nur sagen, jawohl. Jawohl? Jawohl. Warum? Bin bereit. Ja, weil ich meine Frau liebe. Außerdem habe ich mit der hübschen Frau zwei Kinder. Und weil du auch einsiehst, dass das, was du bisher gemacht hast, nicht so ganz okay war? Ja, weil ich ein bisschen doof im Kopf war. Michaela ist im Heim aufgewachsen und hat nur einen Herzenswunsch, ihre beiden Brüder kennenzulernen, die sie noch nie gesehen hat und die sich auch nicht kennen. Und wenn die drei sich gleich umarmen, kurz mal die Augen zumachen, die Geschwister winseln vor Glück wie kleine Welpen. Du möchtest auch ganz gerne auf diesem Wege irgendwie versuchen, deinen Bruder ausfindig zu machen. Meine zwei Brüder, ja. Zwei Brüder? Hm? Möchtest du denn einen Aufruf starten? Ja, ich weiß bloß nicht, was ich da sagen soll. Ja, ganz konkrete Angaben, wie die aussehen. Du hast schon gesagt, der eine... Also ich weiß bloß, der eine ist Holland, der sieht aus wie ich, Thomas. Thomas sieht aus wie du? Ja. Aha. Er vor den Haaren. Mhm. Und Alter, Größe? Also die sind, glaube ich, 4 oder 5 Jahre jünger wie ich. Damit du da nicht so alleine sitzt, wir haben noch jemanden hier, der ist auf der Suche nach einem Familienmitglied. Du bist auf der Suche nach einem Familienmitglied. Nach wem? Eigentlich nach meiner Schwester, meinem Bruder. Und Schwester heißt? Michaela. Hm, und sie sitzt neben dir. Ja, und jetzt steht noch jemand draußen. Und zufällig kommt er aus Amsterdam. Und heißt Thomas. Herzlich willkommen. Wie geht's dir denn jetzt? Weiß ich nicht. Hast du dir deine Schwester denn so vorgestellt? Sie hat gesagt, ihr seht euch ähnlich. Ich weiß nicht. Ich habe früher so mal ein Bild von ihm gehabt. Weißt du das noch? Die Locken sind ja da. Mhm. Und der Bruder? Hm? Ich habe mich keine Vorstellung gemacht. Die Augen. Nein. Ivana findet es schäbig, wie Mandy sich von ihrem Freund Goran aushalten lässt. Mandy lacht. Nur weil ich einen Mann mit Geld habe und das natürlich ausnutze? Natürlich. Und wenn er nichts mehr zahlt, dann kann er einen Schuh machen. Tschüss. Und das bringt Goran auf eine Idee. Ivana, warum glaubst du, lässt sich Mandy aushalten? Was zeigt dir das? Weil sie sich einfach, weil sie aus seiner Tasche lebt. Sie lässt sich von ihm alles kaufen, Zigaretten, Essen, Trinken, alles. Arbeitet sie denn nicht, sodass sie sich selber das leisten kann? Sie arbeitet nicht, sie ist arbeitslos. Sie ist 22, ne? Ja. Auch keine Ausbildung ins Auge gefasst. Kannst du dich aushalten? Ja, nee, mache ich. Ja. Aber ich meine, sie ist nur eifersüchtig und neidisch. Dass ich einfach einen Mann habe. Ich verdiene mein eigenes Geld. Warte mal, dass ich einen Mann habe, der Geld hat und ich es natürlich ausnutze. Das ist völliger Blödsinn, weil ich verdiene mein eigenes Geld. Ich finde es schön, arbeiten zu gehen und mein eigenes Geld dann ausgeben zu können. Und ich würde mich einfach schäbig fühlen,
aus der Tasche anderer Leute zu führen. Weil es eklig ist, Mandy. Warum ist es eklig? Du weißt doch gar nicht, wie es ist, arbeiten zu gehen. Natürlich, hallo, ich war vielleicht schon arbeiten. Du lässt dich bezahlen dafür, dass du mit jemandem Zeit verbringst. Doch. Ja, aber das weiß er doch nicht. Er denkt doch, dass ich... Das weiß er. Würdest du mit ihm immer noch so viel Zeit verbringen, wenn er sagen würde, ich bezahle dir gar nichts mehr? Na, dann könnt ihr einen Schuh machen. Tschüss. Also? Ja. Also das finde ich schon ziemlich krank. Ne? Ja. Also ganz ehrlich. Ja. Goran, das hast du eben gehört, dass die Mandy eigentlich nur von dir Geld möchte, sich von dir aushalten lassen möchte und sie auch nicht mehr mit dir ins Bett möchte, weil sie das eklig findet. Sie findet dich zu alt. Verletzt das nicht unglaublich, das jetzt so zu hören? Nee, gar nicht. Weil ich ja nicht nur, also wenn sie nicht mit mir schläft, schlafe ich die ganze Zeit schon mit anderen. Das tue ich die ganze Zeit schon. Aber warum beendest du da nicht die Beziehung zu Mandy? Gut, dann beende ich jetzt die Beziehung ab heute. Wie bitte? Ich beende diese Beziehung jetzt. Vor 7 Jahren hat Nicole ihrer Mutter gestanden, dass sie lesbisch ist. Die Folge: Funkstille. Das Publikum ist fassungslos. Das ist doch dein Kind. Ja, aber Ilse keine Mutter. Hätte ich das vorher gewusst, hätte ich sie nicht auf die Welt gebracht. Muss das schrecklich sein, so ein Herz aus Stein. Ich habe eine Beziehung vor 7 Jahren angefangen mit einer Frau. Und damit ist meine Mutter halt nicht zurechtgekommen. Wie war denn das damals für dich, als deine Tochter dir offenbart hat, ich habe nun jetzt einmal eine Beziehung zu einer Frau? Schlimm. Warum? Ich kann... Wie war denn euer Verhältnis vorher, Ilse? Super. Ah, es war super. Ja. Mhm. Liebst du deine Tochter nicht? Ich habe sie geliebt. Sie ist doch die gleiche, wie sie vorher war. Nein, man kann sich in meiner Situation überhaupt nicht reinverdenken, wenn einer keine Kinder hat, beziehungsweise Großkinder. Ich habe selber 2 Kinder. Und wenn meine Söhne wirklich, wenn sowas passieren sollte, meine Söhne bleiben meine Söhne. Genauso wie... Du hast sie doch zur Welt gebracht. Das ist doch deine Tochter. Ja, aber wenn ich das vorher gewusst hätte, hättest du nicht auf die Welt gebracht. Ach, dann hättest du... Ach, was? Also da, kann ich wirklich nur sagen, da bist du eine Rabenmutter. Also sowas kann ich sein. Sie hat Gefühle, sie liebt einen Menschen. Sie liebt einfach einen Menschen. Ja, sicher, mach ich auch sein. Kann sie ja auch. Ist mir ja auch egal, aber dann soll sie mich in Ruhe lassen. Ich will damit nichts zu tun haben. Entschuldigung. Ich kenne das von meinem Familienhaus auch nicht. Ich kenne sowas nicht. Was ist daran, was stößt dich daran ab? Alles, wo ich das noch nicht so richtig wusste, wo sie mich geküsst hat. Ich kann niemals von ihrem Besteck essen. Könnte ich nicht, verschweige nur aus der Tasse trinken. Ich kann es nicht. Übertrieben, Mensch. Du stößt sie doch weg. Nimm sie doch mal im Arm oder drück sie doch wenigstens mal, damit sie weiß, du bist ihre Mutter. Nee, ich kann es aber nicht. Warum nicht? Es ist doch dein eigen Fleisch und Blut. Nein, ich kann es nicht und damit fertig. Wie sieht's denn mit deinen anderen Kindern aus? Kannst du diese uneingeschränkt lieben? Ja, das ist so. Ich habe nur meine älteste Tochter, also die hat allerdings 3 Kinder. Und dann habe ich noch 3 weitere jüngere Kinder. Und der ältere davon, der ist auch im Bahnhof Zoo gelandet. Ja, und hat sich eben halt damit sein Geld verdient. Hast du dir manche Vorwürfe gemacht, dass du etwas falsch gemacht haben könntest? Nein. Und gleich die Highlights des Tages. Ein Herz, das in die Hose hüpft, ein Mann, der keinen Dreck ertragen kann und 2 kleine Ziegen, die mal nicht auf Böcke bocken. Bis gleich. Highlights des Tages. Unser Unterhosenmodel Jörg möchte dieses heiße Höschen am liebsten behalten. Denn wenn er tüchtig mit den Hüften wackelt, leuchtet es. Besonders natürlich im Dunkeln. Platz 3. Böse Zungen behaupten, mir sei das Herz in die Hose gerutscht. Nette Menschen sagen, ich trage jetzt das Herz am rechten Fleck, egal wie. Dieses hat Hans-Joachim kreiert. Und jetzt kommt übrigens das Tollste an diesem Gerät. Es ist wirklich eine Art Slip. Und das Ding fängt erst dann richtig an zu leuchten, wenn ich mich bewege. Bewege. Und hier der Traum aller Schwiegermütter. Ein Mann, der es nicht ertragen kann, wenn irgendwo ein Fleckchen zu sehen ist. Und der den Dreck dann auch noch selber wegmacht. Platz 2. Oh, dieser Hassel.
Guter Hase. Wie ich das hasse. So Flecken da auf dem Teppich kann ich überhaupt nicht haben. Unser Platz 1, Pilawa, ist erleichtert. Nach all dem Zickenalarm im Studio endlich mal zwei Ziegen, die sich nicht um irgendwelche Typen streiten. Aber meckern tun sie natürlich trotzdem. Mach nochmal. Mach nochmal. Sehr gut. Wie alt sind die jetzt? Ostern geboren. Ostern geboren. Man könnte sagen, ist das die Kleinen. Aha. Die haben ja eben... Wir haben ja eben schon ein bisschen was gehört über die Tiere und über die menschlichen mit dem Zicken. Sind sie wirklich so? Wir haben das ja von. Bist du jetzt mal ruhig?